Herzlich willkommen zurück. Ich glaube, sie sind weg. Ich glaube, meine neuen Nachbarn, die sich da oben eingenistet hatten und gesungen haben, was das Zeug hält, die sind abgezogen. Ich gehe mal vorsichtig nachgucken. Weg. Oh Mann, weg. Die Frage stellt sich nur, kommen die jemals wieder? Haben die jetzt genug oder ist das jetzt hier ein Dauerzustand? Hier haben die gesessen, direkt über meinem schönen neuen Häuschen. Ich bin immer noch ganz geplättet, ehrlich gesagt. Und es schifft hier, was das Zeug hält. Inzwischen bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob die Gegend wirklich so empfehlenswert ist. Aber ich möchte das so gerne ausprobieren. Und ich habe mir jetzt überlegt, wie wäre es denn, wenn wir da oben irgendwas draufbauen. Vielleicht kommen die dann nicht wieder. Die Frage stellt sich nur, na, wir können das Feuer ja mal zurückstellen. Das können wir auch später fertig machen. Was könnten wir denn da oben Sinnvolles raufbauen? Was haben wir denn? Ja, Pflanzen brauchen wir jetzt nicht. Bauen, da sind wir. So. Ja, die Rahmengeschichten möchte ich natürlich alle, wenn es geht, irgendwie unten machen. Feuer... Quatsch, ach so, die Gestelle sind hier auch. Bambus-Räuchergestell. Ja, sowas wollte ich eigentlich. Eigentlich wollte ich das überdachen. Trockengestell, ja, das natürlich auch. Ein Wasserfilter? Reicht das vielleicht schon? Ich meine, den benutzt wahrscheinlich kein Mensch, aber. Ich meine, wenn man es auch abkochen kann. Oder so eine Steinfalle. So ganz blöd. Ich glaube, ich setze da einfach mal eine Schlingfalle. Wir basteln jetzt unsere erste Schlingfalle. So, komm mit. Du kommst jetzt da oben hin. Das wäre doch gelacht, wenn wir die hier nicht vertreiben könnten. So, hier etwa haben die sich das bequem gemacht. Da hat die doch eben hingepasst. Ah, ich wollte die eigentlich näher hier ran. Ja, genau da. Sehr cool, gut. Okay, was brauchen wir jetzt? Schon wieder Holzscheite? Sollst du kriegen. Jetzt haben wir aber die Faxendicke, wa? Also mal ehrlich. Kaum ist man hierher gezogen, schon kommen diese singenden Ömmels hier angerannt. Nichts gegen Anhänglichkeit, aber da sitzt eine Schlange. Aber das ist mir echt too much. Da ist ja eine Klette nix gegen. Und dennoch zu dritt. Ich glaube, es hackt. Nicht mit uns. Und dann müssen wir nur mal gucken, dass wir jetzt rechtzeitig am besten vor der Nacht noch alles zusammenkriegen. Holzscheite, Holzscheite. Ich sehe gerade keinen passenden Baum. Oh, eine Molineria. Komm her, du kleine Mollipflanze. Na, ey. Ach, du kannst schon wieder nicht mehr. Voll mit Oja. Ja, aber die kann ich hier nicht rumliegen lassen. Oh, ich habe voll das Messi-Syndrom, echt. Schlimm ist das. So, nun halten Sie sich mal zurück. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Sammeln Sie Holzscheite. Nee, ich habe ein gutes Gefühl. Die kommen dann garantiert nicht wieder. Wir müssen jetzt auch mal schlafen. Ich wollte aber nicht schlafen, bevor das fertig ist. Schlecht. Aber vielleicht reicht das, wenn wir da erstmal irgendwas draufstellen. Wo ist der zweite hin? Ja, wo ist denn der zweite hingeflogen? Also hier so? So weit weg kann er doch gar nicht sein. Da ist er. So, lauf mal ein bisschen fix. Ja.
Er hat das auch nicht leicht. Ich hetze ihn den ganzen Tag. So, langer Stock. Haben wir noch hier unten liegen? Komm, das schaffst du noch. Das schaffst du noch. Stock. Na? Wie jetzt? Immer. Na, irgendwie sehe ich hier gerade nicht durch. Zerstöre ihn mal. Was brauche ich denn jetzt? Ach, die Bänder hier, die Seile. Und jetzt die kleinen Stöcke. Was fehlt? Ein Seil noch. Und dann haben wir es. Das ist gut. Dann gehen wir eine Runde schlafen. Perfekt. Hoffe ich jedenfalls. Ja, ja. Ein Pilz hier, ein Pilz da. Da freut sich die ganze Vogelschar. Seile bitte. Jetzt fange ich an, Holzscheite zu machen. Naja, ist egal, werden wir irgendwann brauchen. Ich möchte eigentlich Seile haben. Naja, also ich bin auch so planlos, ne? Es ist nur gut, dass es keinem auffällt, würde ich sagen. So, ich glaube, eins wird auch schon reichen, ne? Na komm, wo wir hier stehen. Wo ist der zweite hin? Langer Stock, auch schön, ja. Gut, den finden wir irgendwann mal wieder. Baller ich einfach mal hier hin. Und bam. Sehr cool. Haben wir noch Fleisch? Ja komm, wir haben genug, oder? Ja, ich glaube, wie lange ist denn das noch haltbar hier? 9 Stunden. 17 Stunden kommen. Dann kommt da jetzt das gute Fleisch rein. Muss ich die noch aufziehen? Nö. Okay. Nimm die mal mit. Okay, ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Wo ist jetzt der Holzscheit? Ich sehe nichts mehr. So, ich hoffe, dass wir jetzt damit... Wo ist denn jetzt der ganze Rest hier? Dass wir jetzt damit... Regnet's? Oh ja. Die Eingeborenen zumindest für eine Zeit vertrieben haben. So dass wir noch schön in Ruhe weiterbauen können und uns nicht ewig mit denen rumprügeln. Das will ja nur auch keiner. Ich möchte einfach so in friedlicher Nachbarschaft möchte ich leben. Und es schifft immer noch. Mann, oh Mann, oh Mann. So, speichern wegen, wir haben eine gute Idee gehabt. Das war auch grammatikalisch wundervoll. Speichern wegen, wir haben eine gute Idee gehabt. Bitte aufschreiben, bitte notieren, bitte ihren Kindern beibringen. Ich gehe mal nach Aldi. Ich bin Hauptbahnhof. Und das Neueste. Ich habe meinen eigenen Satz vergessen. Ja, der war auch so doof, den muss man auch nicht behalten. Steine, Steine, Steine. Wenn die Steine so... Oh nein! Ach du! Die backen jetzt da fest. Was? Um Himmels Willen. Die haben mich gesehen. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Guck mal, wie das aussieht. Hübsch. Muss mal kurz einen kleinen Screenshot machen.
Ja, das ist aber überhaupt nicht schön. Jetzt backen die da oben rum. Ob ich mich da näher rantrauen kann? Das sind doch bestimmt die von vorhin. Probier das jetzt einfach mal. Oh nein, das war keine gute Idee. Oh. Und er schießt auf mich. Die sind aggressiv, die blöden Typen hier. Hau ab. Nee, das war, naja, mal wieder keine gute Idee. Ja, Tag 12. Wir haben mal wieder gemerkt, wir sollten uns nicht mit Einheimischen anlegen. Wieder, aber wieso sitzen die? Die haben aber nicht gesungen da oben. Ich pirsch mich da jetzt einfach mal ran. Na, dann sollte ich vielleicht auch crouchen, ne? Und nicht so schnell. So, Speer in die Hand. Was ist da ein Lager oder was? Die saßen doch hier irgendwie. Oder was? Na, da muss das doch sein, oder? Ich sehe schon wieder nichts. Obwohl das Licht eigentlich ganz günstig ist. Nee, das muss. Ja. Die Richtung ist. Wow! Die Richtung ist schon richtig. Ich guck da gar nicht hin. Erstmal weg von der Schlange. Ich glaube, die Maus hat uns gerade die richtige Richtung zu den Natives gezeigt. Da waren die doch eben. Oder was? Das ist so ein freundliches Viech. Das ist doch ein einfacher. Das hätte ich fast Rastplatz gesagt. Ein Lagerplatz. Kein Camp. Und wieso haben die dann nicht da gesessen und gesungen? Ich verstehe das gerade nicht. Überall Schlangen, du siehst hier aber auch nichts. Sonne, geh mal auf, bitte. Ich höre schon wieder was. Dafür sehe ich nichts. Ausgleichende Gerechtigkeit, was ist das denn? Oh, ein Schmetterling. Ein Schmetterling, es wird Frühling. Oh, und da sitzt eine Spinne, ne? Ja, oh Mann, wieso war das eine? Das war doch ein Klapperschlangengeräusch. Und ich habe das schon wieder. Ich habe schon wieder so einen Einheimischen schreien hören. Oder bin ich hier gar nicht richtig? Saßen die woanders vorhin? Oder was? Bin ich schon unter dem Fuschen, unter dem. Nee, so weit war ich nicht, ne? Das muss doch hier gewesen sein. Und ich hab die doch auch eben gehört. Oh Mann, oh Mann. Das ist ja auch eine coole Sumpflandschaft hier. Das nützt aber nichts, wenn man gleich tot ist.
Ich wollte mir das nur mal selber klar machen. Ich würde ja wahnsinnig gerne weiter bauen, aber nicht mit solchen Nachbarn hier, denn dann klemme ich mir das lieber. Ich kann ja jetzt nicht den Lagerplatz auch noch zubauen. Was ist das? Nur Holz, ne? Ja. Nee, hier ist nix. Na, du kannst mal liegen bleiben. Ja, ja, ist alles gut. Ja, Ratlosigkeit macht sich breit. Ich gucke jetzt hier nochmal oben und gehe dann von oben wieder runter. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo hier. Nee, das ist alles viel zu weit weg. Die haben auf diesem Lagerplatz gesessen. Habt ihr es gesehen? Beim Sonnenaufgang verändern sich die Farben extremst. Man könnte es auch so leicht unrealistisch nennen. Nee, hier ist nichts. Also was ich echt nicht verstehe, ist, warum die dann nicht gesungen haben vorhin. Wenn die doch da nur so rumgesessen haben und das kein Lager war und nix. Nee, nix. Na dann. Sehr, sehr merkwürdig. So, wie geht's uns denn? Oh Gott, wir brauchen alles. Dann nehmen wir uns auch alles. Wir haben ja alles eigentlich da. Wie viel ist denn da nun drin? 25. Fett noch, Protein. Aber es schifft ja andauernd. Ich muss das Feuer mal fertig bauen. Ne? Okay, dann essen wir erstmal das. Hey. Nee, komm mit. So. Tja, ich frage mich jetzt, wo speichere ich? Ich habe keine Ahnung, ich nehme jetzt den Slot. Ich versuche jetzt ohne Rücksicht auf Verluste, hier scheinen auch ein paar gespawnt zu sein, Steine meine ich, das Lagerfeuer mal fertig zu kriegen. Und dann muss ich mir mal überlegen, ob wir jetzt hier weiterbauen oder nicht. Also wenn das ein Dauerzustand ist hier mit den Natives, denn weiß ich auch nicht. Das ist ja schon wieder. Oder tauchen die überall auf, wo man ist? Ist das egal? Wird man sowieso ständig behelligt? Hier muss doch irgendwo mal ruhige Eckchen geben, wo man sich das kuschelig einrichten kann. Ich meine, so auf leicht will ich es jetzt auch nicht spielen. Also dann lieber eher eigentlich auf schwer oder so, aber. Ich weiß nicht, ob der Spawn der Eingeborenen damit was zu tun hat. Das würde mich ja mal brennend interessieren. Ich glaube, das ist auch
bis jetzt nirgendwo beschrieben worden. Also zumindest ist es mir nicht über den Weg gelaufen. Aber das scheinen wir ja jetzt einigermaßen schnell fertig gekriegt zu haben. Fast 4 Steine fehlen noch. 3 Stück. 3 Steine kriegen wir auf jeden Fall locker vom Hocker noch hin. Ach so. Ja, es sei denn, wir rennen den jetzt wieder in die Arme. Was? Ach, ihr beiden. Steine. Ich laufe jetzt extra noch mal so ein bisschen lang. Einfach in der Hoffnung, dass die merken, dass der... Oh nein! Dass der Platz besetzt ist, hätte ich so sagen wollen. Was? Zur Hölle? Aber jetzt haben sie gesungen. Das ist nett. Oh, wo kamen die jetzt her? Bin ich so blind schon wieder? Ich will doch nicht. Da. Da, da, da. Wie viel sind's? 1, 2. Drei. Wow. Oh Mann, oh Mann, okay. Mit denen möchte ich gerade nichts zu tun haben. Ich möchte mein Lagerfeuer erstmal zu Ende bauen. Es wäre hilfreich, wenn wir dafür mal ein paar Steine finden würden. Ich hoffe ja einfach, dass die da hinten bleiben. Wenn ich ihnen nichts tue, tun sie mir vielleicht auch nichts. Aber das hat ja bis jetzt überhaupt nicht gestimmt. Jetzt mal die andere Richtung. Vielleicht ist hier friedlicher. Na, hier ist auch nichts, ne? Mal in die Ecke gucken. Na, Steine findest du hier auch nicht. Mensch, ich hätte mich da mal hinbauen sollen. Das ist ja auch eine... Das muss ich mal testen. Nicht, dass ich das jetzt alles umsonst gemacht habe, aber ist egal. Wenn wir erstmal eine schöne Stelle gefunden haben... Ach, guck da... Ach nee, warte mal, das war das Dach, ne? Da falle ich immer wieder drauf rein. Wenn wir erstmal eine schöne Stelle gefunden haben, wo das alles passt... Ja, super. Das hätte ich vielleicht nehmen sollen hier, wa? Schön geschützt. In der Ecke so irgendwie. Na ja, gut, mit dem... Ja, das muss ich halt dann wegholzen. Also das sollte ich mir echt überlegen. Bevor ich da jetzt weiter baue. Ist hier auch irgendwas Gruseliges? Ja, nehme ich den jetzt mit? Ich weiß es auch nicht. Es hat ja irgendwie keinen Sinn, das da hinten weiterzubauen, wenn ich jetzt hierher umziehe, ne? Obwohl meine Falle steht da jetzt auch. Ich behalte das hier mal im Hinterkopf. Wir nehmen jetzt den Stein. Gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, aber ich glaube nicht. Ach, da ist noch ein Stein.
Naja gut, müssen wir eben ein bisschen weiterlaufen. Vielleicht sind da vorne jetzt auch wieder welche. Da ist auch noch eine. Da auch. Oh, jetzt kommen sie aus ihren Verstecken, die Steine. Einer noch. Wir nehmen den da. Ach, wir hätten auch einen vor der Haustür gehabt, aber okay.